Das kann man auch ein bisschen systematischer sagen. User-generated Content ist ein Ding. Was ist Web 2.0? Hier sieht man so ein bisschen die Geschichte, Entwicklungsgeschichte von Web 2.0. Und Sie sehen links, es fängt eigentlich an mit Amazon und Blogs. Und Sie sehen schon, 1994, da ist schon einiges passiert. Was wird dort eigentlich, was ist ein Element von Web 2.0? Ein Element ist das sogenannte User-Contributed Value. Was ist User-Contributed Value? Einen Moment. Das bedeutet, dass nur dadurch, dass die Benutzer damit arbeiten, der Dienst eigentlich wertvoll wird. Also zum Beispiel bei Blogs, wenn ich einen Blogdienst anbiete, wo Personen Tagebücher schreiben können, wenn die Leute nichts schreiben, passiert nichts. Flickr, Bilderdienst, wo man Bilder hochladen kann, wenn niemand was hochlädt, ist nichts da. Oder auf YouTube. Insofern User Contributed Value, die Benutzer sind es, die eigentlich den Wert eines Dienstes erstellen. Dann der sogenannte Longtail. Wenn Sie in eine normale Buchhandlung gehen, dann haben Sie dort ungefähr, gibt es in dem Buchladen vielleicht 3000 Bücher und mehr kann so ein Buchhändler gar nicht in seinem Laden halten. Welche Bücher hat er dann da? Der hat natürlich die Bücher, die sich gut verkaufen und vielleicht noch ein paar, die er besonders gut findet. Wird aber keine Bücher vorrätig haben, die nur einmal im Jahr gekauft werden, weil das würde einfach zu viel Platz wegnehmen. Und das kann Amazon zum Beispiel, die haben ganz große Hochregallager in Bad Hersfeld und da kann so ein Buch vor sich hin gammeln sozusagen für ein Jahr und dann wird es einmal verkauft und dann ist das auch gut. Und man kann aber, wenn dadurch, dass man mit Umsätzen von Dingen, die man ganz selten verkauft, aber dafür ganz viele von denen verkauft, kann man auch sehr viel Umsatz machen. Genauso viel wie mit den Bestsellern und das nennt man den Longtail. Dieser Verteilung. Der nächste das nächste Attribut von Web 2.0 ist der sogenannte Network-Effekt. Je mehr Personen dort teilnehmen, desto besser ist ein Dienst. Und das ist ja ungewöhnlich. Normalerweise, wenn Sie sich vorstellen, Sie gehen in ein Restaurant oder eine Bar, klar, da gibt es, da sollen auch schon ein paar Leute sein, gerade bei einer Bar ist auch ein bisschen doof, wenn niemand da ist. Aber dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo es dann einfach zu eng wird und wo es dann einfach unangenehm wird. Und das ist das Interessante beim Web 2.0 Online-Dienste, die werden eigentlich eher gerade dadurch besser, dass mehr Leute da sind. Stellen Sie sich vor, eBay, wenn da nur wenige Leute da sind, verkauft keiner was Interessantes. Oder wenn Sie selber was verkaufen wollen, wenn niemand da ist, der sich es anschaut und kaufen kann, dann lohnt es sich auch nicht für Sie, das zu verkaufen. Ein weiterer Punkt ist die sogenannte Dezentralisierung. Dezentralisierung bedeutet, dass die Benutzer eigentlich den Dienst selber gestalten oder weitergestalten und eigentlich auch das daraus machen, was sie brauchen. Und insofern ist es auch häufig so, dass Dienste erstmal starten und sich dann im Grunde daran anpassen, was dann die User damit machen. Und ein ganz wichtiges Beispiel dafür ist natürlich die ganze Frage des File-Sharings. Und Sie sehen da schon, das wird angehängt an den Napster-Launch. Napster war so die erste große Musiktauschbörse, die Musikindustrie fast an den Rand des Ruins gebracht hat. Und heutzutage ist das auch technisch dezentralisiert, weil tatsächlich die Angebote gar nicht mehr zentral liegen, sondern auf den Festplatten der Nutzer, was auch wieder zu vielen Abmahnungen etc. geführt hat. Das Thema werden wir wahrscheinlich nur kurz streifen. Und dann gibt es die gemeinsame Erstellung, Co-Creation.
die Inhalte, die erstellt werden, die werden nicht nur alleine erstellt, sondern die werden gemeinsam erstellt. Und dadurch ergibt sich erst irgendeine kritische Masse, also zum Beispiel bei Wikipedia. Erst dadurch, dass ganz viele Personen zusammenschreiben, gibt es zum einen längere Artikel und qualitativ hochwertige Artikel, weil viele Leute sich die Arbeit teilen, als wenn das nur einer machen müsste. Und das führt zu Angeboten, die es normalerweise eigentlich nicht geben könnte, wenn Personen das alleine machen müssen. Ganz spannend ist die sogenannte Remixability. Das bedeutet, ich kann verschiedene Dienste, die kann ich mischen, die kann ich zusammenfassen, da kann ich mir meinen eigenen Dienst draus machen, zum Beispiel dadurch, dass ich verschiedene Inhalte von Webseiten zum Beispiel für mich zusammenstelle und mir meine eigene persönliche Webzeitung erstelle. Oder dass ich mir zum Beispiel Kartendaten von Google Maps nutze und dann da Bilder drüber lege von den Orten, die ich fotografiert habe, besucht habe zum Beispiel. Und der letzte Punkt, Emergent Systems. Das heißt, dass die Systeme, eigentlich also jetzt das, was der Einzelne macht, kann zu einem größeren Ganzen anwachsen. Also ich habe eine bestimmte ich zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel Flickr oder Twitter. Twitter ist vielleicht fast noch ein besseres Beispiel. Twitter, ich schreibe meine Tweets, also meine SMS in die Welt darüber, was ich gerade spannend finde. Und das hat erstmal für mich auf meiner Systemebene den Sinn, dass ich das mitteile an andere Personen, die das auch interessant finden. Aber was spannend ist, wenn ich jetzt ganz, ganz viele Personen aggregiere, die twittern, dann kriege ich plötzlich so eine Art Trend-Suchmaschine heraus, nämlich die guckt, was ist momentan eigentlich ein wichtiges Thema, weil darüber, wo viel getweetet wird, das ist momentan eine Sache, die viele Personen interessiert. Und das ist dann eine Emergenz aus diesem System, die der einzelne Benutzer eigentlich gar nicht so im Blick hat, die aber dann daraus entsteht. Zum Nachlesen hier nochmal die Erläuterung, die ich gerade vorgestellt habe. Wenn Sie es interessiert, kann man immer wieder einfach stoppen, das Video. So, und nochmal kurz zum Thema Mashups oder beziehungsweise Remixing. Remixing, was bedeutet das? Hier sehen Sie eine Videokamera, das sieht aus wie eine ganz normale Videokamera, nur diese Videokamera, die vor 2 Jahren vorgestellt worden ist, das war die erste Videokamera, die auch Geodaten gespeichert hat. Das heißt, die hat nicht nur ein Video aufgenommen, sondern die hat auch gleichzeitig gespeichert, wo sie das aufgenommen haben. Das heißt, man kann jetzt Geodaten dazu zu den Videos nehmen. Und ein Mashup, der sowas nutzt zum Beispiel, ist dieser. Da werden nämlich kann man Bilder hochladen und bei vielen Kameras mittlerweile, die haben diese Geodaten jetzt eingebaut, dann wird automatisch der Ort, wo man ein Bild gemacht hat, gespeichert und dann auf diese Karte gelegt. Also das hier ist zum Beispiel Localizers, das war so ein erster früher sogenannter Mashup, wo man Google Maps genutzt hat, um dann wiederum diese Bilder dort zu verorten. Und das finden Sie heutzutage auf Google Maps auch. Gibt es auch einen Dienst, wo Sie Bilder, die Sie hochladen, dann dort verorten können auf der Karte. Und Mashup deswegen, weil man da 2 verschiedene Dinge zusammengelegt hat. Und ein weiterer ganz aktueller Bereich sind mobile Lernanwendungen. Hier sehen Sie ein Beispiel für sogenannte Augmented Reality. Das Programm hier auf einem iPhone weiß, wo Sie stehen und in welche Richtung Sie schauen und legt jetzt über das Bild, was Sie tatsächlich sehen, ein Bild von vor 100 Jahren. Und so kann man dann durch
die Zeit wandern, obwohl man in der echten Zeit ist, kann man in die Richtung schauen und sich dann anschauen, wie sah das eigentlich hier vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren aus. Und das sind also auch ganz neue Dienste, die diese, vor allem diese Geolocation, also die Geodaten nutzen und wo man sich auch sehr interessante Lernanwendungen vorstellen kann. Insofern führt das zu einer Verschiebung und auch Auflösung von Grenzen. Das heißt, der eigentliche Nutzer früher, man hat irgendwie Medien genutzt und sich Inhalt angeschaut, ein Lehrbuch gelesen, einen Film geschaut. Die werden jetzt mittlerweile zu aktiven Inhaltsproduzenten. Lokal versus entfernt. Also eigentlich wird das ein wenig aufgelöst, weil Lokales, was früher nur vor Ort war, das wird plötzlich global gemacht und überall verfügbar. Ist immer die Frage, okay, wo braucht man das? Wie viel Lokalität will man eigentlich haben? Beziehungsweise ist das Spannende eigentlich dabei auch umgekehrt, dass man plötzlich wieder viel mehr über das, was um einen herum passiert, informiert wird, über so, sogenannte Location-Based Services, wo sie über ihr Smartphone plötzlich mitgeteilt bekommen, heute Abend ist das Konzert von deiner Lieblingsgruppe in dieser Stadt oder da gibt es einen ganz interessanten Vortrag von dem Professor oder Professorin, die du gerade in deiner Diplomarbeit bearbeitest. Und es gibt auch so eine gewisse Verschiebung von privat versus öffentlich. Also Sie kennen sicherlich die Diskussion um Facebook und um die Sicherheitsdateneinstellungen da. Und man muss sagen, dass die junge Generation tatsächlich hier eine neue Vorstellung bekommt von Privatheit. Was ist überhaupt noch privat, was ist öffentlich? Und das ist ein Thema, mit dem wir uns in dem späteren Modul nochmal ganz intensiv beschäftigen werden.